Hallo Freunde von Mallorca, der Playa de Palma, von Arenal Unzensiert, unserem Mallorca-Kanal. Heute aus Can Pastia. Heute mal extra live, ohne Voice-Over, mit allen Nebengeräuschen, Störgeräuschen, allem, was es hier so hat, dem Komplettpaket. Live von der Playa de Palma im Winter. Ist das nicht eine Wucht? Also ich wollte euch mal zeigen, was das hier im November so hergibt für die Leute, die eigentlich eher im Sommer so da sind. Ein Stimmungsbericht, ein Situationsbericht, wie sich das hier so anfühlt morgens. Wir haben morgens um 9 und jetzt hört man hier auch den Baulärm. Ich drehe jetzt mal die Kamera um, dass ihr mich auch mal sehen könnt. Oh. Ich muss hier überhaupt erstmal klarkommen. Momentchen. Ich glaube, ich muss hier mal einen kleinen Schnitt machen. So Leute, ich bin's. Ich habe auch den Selfie-Stick vergessen. Ich bin denkbar unvorbereitet, mich das erste Mal zu zeigen. Bin total übernächtigt. Ja, also alles andere als jetzt gerade vorbereitet auf sowas. Ja. Aber egal. Ich habe mir auch überlegt lange, ob ich mich überhaupt zeigen will, aber gut, dass ihr mal seht, wer das hier macht. Ja, und manche mögen das ja auch ganz gern, wenn man sieht, wer hinter dem Ganzen so dahinter steckt. Von der Playa de Palma heute. Das ist doch der Hammer für morgens um 9, gell? Ja, also wir haben November, bestes Wetter. Niemand ist unterwegs, außer ein paar Jogger, ein paar Einheimische mit Hunden. Ich bin total müde, ne? Das seht ihr dann auch hier, guckt mal, da sind die Leute unterwegs. So ein bisschen Spaziergänger, Leute, die zur Arbeit gehen. Ja, sonst ist hier gar nichts los. Also eigentlich das normale Leben halt. Ja, wir haben ja überhaupt jetzt im Moment so gut wie kaum Tourismus. Es ist gar nichts los, aber das hat ja auch was für sich. Ja, sagen wir, gehen mal ein Stück. Ich werde dann auch sicher gleich mal die Kamera wieder umdrehen, weil ich gehe jetzt aufs Meer zu. Moment, wartet mal. Da seht ihr auch, wie das ausschaut im Winter. Das Seegras, was ja viele als Dreck beschimpfen, liegt hier rum, wird nicht weggeräumt, schützt ja die Küsten. Momentchen. Ja, da seht ihr's. Ja. Nur wir und das Meer, also im Grunde einfach paradiesische Zustände. Da seht ihr das Seegras, die Posidonia. Jo, das ist kein Dreck, das ist Natur pur, das wird hier halt angeschwemmt und liegen gelassen. Die Mode geht jetzt mehr dahin, dass man das zumindest im Winter liegen lässt und ja, weil das auch dafür sorgt, dass der Sand nicht so weggeschwemmt wird, dass die Küste nicht so weggespült wird quasi. Ja, Can Pastia auf der einen Seite. Ja, und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal ein Stückchen und gucken uns halt an, wie die Stimmung ist, was so los ist. Nicht viel, wie ihr seht, aber das ist ja auch mal eine wirklich gute Abwechslung. Jetzt gehen wir mal einmal direkt am Meer. Normalerweise habe ich im Winter mal ganz viele Muscheln gefunden. Da war der Strand voll von den schönsten Muscheln. Jetzt ist hier sehr viel Posidonia. Aber ja, also es hat auch seine Vorteile. Man kann mit den Sportschuhen besser laufen. Also das ist ja hier so, dass man sonst eigentlich durch die Löcher gut Sand reinkriegt. Und so kann man hier eigentlich besser laufen, gerade am Strand, direkt am Wasser. Das hat auch seine Vorteile. Und ich finde jetzt auch nicht, dass es irgendwie vergammelt stinkt, wie viele so sagen. Ja, Leute, wir sind jetzt auf die Promenade gewechselt. Das ist nicht eine Wucht. Wir sind ein kleines Stückchen weiter vorne jetzt. Wir laufen ja von Can Pastia Richtung Arenal. Das Arenal ist ja im Grunde das Dorf ganz, ganz hinten am anderen Ende der Playa. Ja. Viele sagen ja Arenal, ja, zum Ballermann. Ist ja jetzt auch egal, wir wollen uns nicht an so Begrifflichkeiten aufhängen.
Jo, aber das Dorf, das Arenal ganz hinten an der Playa de Palma. Wir haben hier ja einige Kilometer, ich muss nochmal nachschauen, wie viele. Sandstrand und so verschiedene Balnearios, das sind diese Häuschen, wo wir im Sommer halt Cafés haben und wo man am Meer sitzen kann. Jo. Und laufen jetzt hier. Ich denke, wir machen so einen kleinen Querschnitt der Playa, damit ihr seht, halt insgesamt, wie es hier so ausschaut und was so los ist. Ja, wir sind jetzt am Balneario 14, das ist das 14er Häuschen. Der eigentliche Ballermann ist ja am 6er, Ballermann 6 daher, am Häuschen Nummer 6. Jo, dann drehe ich mal wieder die Kamera um. Tja, da hinten sind wir wieder Can Pastia. Ja, was ich euch auch mal fragen wollte, für die Leute, die jetzt nicht zum ersten Mal gerade auf dem Kanal unterwegs sind, ich würde mich grundsätzlich auch über ein Feedback freuen, wie es euch bisher so gefallen hat, was ihr anders machen würdet, was ihr euch beispielsweise auch mal wünschen würdet, was ihr nicht so mögt. Ja, klar, jeder hat einen anderen Geschmack. Jo. Aber was wir, denke ich, gemeinsam haben, ist unsere Liebe zu Mallorca. Ich habe auch nichts gegen Kritik, gar nicht. Also ich frage ja hier explizit danach, nach eurer Meinung. Aber ja, was ich halt auch denke, was sich von selbst versteht, dass man halt das alles respektvoll äußert. Aber die meisten Leute sind ja da zum Glück auch in der Lage. Ja, schaut mal hier auf der anderen Seite. Jetzt sind wir auf Höhe Aquarium, haben wir hier auch so Natur pur. Jo, laufen wir mal weiter. Joanne ist im Grunde hier ja eigentlich immer so ziemlich dasselbe gerade. Sonne, Strand und Meer und strahlender Sonnenschein. Ja. Also ich muss echt die Augen zusammenkneifen. Jammern auf hohem Niveau. Also beim B13 sind wir jetzt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen großen Sprung zum Ballermann 6. Jo, und gucken mal da. Ich kann auch mal kurz in die Schinkenstraße gehen, wenn ihr wollt. Aber da ist ja eigentlich auch Schicht im Schacht. Für den einen oder anderen vielleicht auch mal ganz witzig, der da im Sommer war, zu sehen, wie das Ganze im Dornröschenschlaf liegt. Ja, hier gibt es so ein paar Jogger. Das ist ja auch das ideale Wetter, um hier Sport zu treiben. Überhaupt hier zu sitzen, ein Buch zu lesen. Ja, einfach nur das Wetter genießen, sich gut gehen zu lassen. Da vorne gibt es Angler. Das sind, glaube ich, eher Einheimische. Hier wird gewerkelt und gemacht. Man hört es ja auch immer an den Geräuschen. Die Hotels für die nächste Saison bereit gemacht. Ja. Ich muss erst mal wach werden. Ich habe so und so viele Kaffees getrunken, aber irgendwie hat das noch nie so richtig gefruchtet. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt einen größeren Sprung zum Ballermann 6, zum Balneario 6. Und gucken mal kurz in die Schinkenstraße. Dann machen wir wieder einen größeren Sprung, gucken uns hinten das eigentliche Dorf Arenal an und dann kommt noch ein kleiner Geheimtipp später.